Du hast auch keine Lust, nach dem Personen- oder Model-Shooting noch Stunden damit zu verbringen, die besten Bilder zu suchen? Perfekt. Hier zeige ich dir, wie du mit Exire Photo 2025 das Ganze künftig fast vollautomatisch erledigst und immer den besten Shot findest. Garantiert. Los geht's! Nach dem Fotoshooting kommt die Bildauswahl. Und die kann richtig mühselig werden, besonders wenn du hunderte oder gar tausende Fotos hast, beispielsweise von einem Model-Shooting, von einer Hochzeit, was auch immer. Mit Exire 2025 steht dir jetzt ein ganz cooles Werkzeug zur Seite, das dir dabei hilft, schnell zu den besten Shots zu kommen, und zwar die Auswahlprojekte. Klingt ein bisschen sperrig, Profis nennen das Ganze auch Culling. Ich sag, hey, Bildauswahl. Das heißt, die KI von Exire hilft dir hier, ganz schnell die besten Shots zu finden. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten von der Augenoffenerkennung, über Motiverkennung, Szenenerkennung. All das ist in den Auswahlprojekten reingepackt und ich zeige dir, wie das Ganze funktioniert. Ganz wichtig, Exire bietet wirklich Dutzende verschiedene Möglichkeiten, die Auswahlprojekte zu verwenden. Auch ganz viele dezidierte Einstellungsmöglichkeiten für deinen persönlichen Workflow. Ich möchte dir hier in diesem Workshop zeigen, wie die Auswahlprojekte grundsätzlich funktionieren, wie du damit arbeitest und schon in der Basiskonfiguration richtig, richtig viel Zeit spart. Ich starte hier mit einem ganz frisch installierten Exire Photo 2025. Also importieren wir zunächst mal die Bilder aus einem Fotoshooting. Das klappt links mit einem Klick auf den Ordnerbereich und das Plus-Symbol. Über Durchsuchen wählst du den gewünschten Bilderordner aus und mit Start werden alle Fotos importiert. Ich importiere hier über 500 Bilder mit jeweils 102 Megapixel und du siehst, wie schnell Exire hier schon während des Imports die Vorschauen generiert. Hier ist jetzt schon die Funktion zum Gesichterzoomen eingestellt und nach erfolgter Analyse zeigt Exire auch nur jenen Bildausschnitt mit Gesicht an. Die Funktion schalten wir aber für den ersten Überblick aus. Einer meiner Lieblingsbuttons in Exire 2025 ist dieser hier. Mit einem Klick auf RAW werden ausschließlich Kamera-RAW-Daten angezeigt, alles andere ausgeblendet. Das ist dann praktisch, wenn man, wie ich, JPEG und RAW parallel fotografiert. So verhindert man, dass jedes Bild in der Übersicht zweimal erscheint. Einfach, weil es jetzt geht in Exire, importiere ich jetzt auch noch ein paar Videoclips. Doch jetzt starten wir durch mit der schnellen Auswahl unserer besten Motive. Am besten startest du damit, erstmal sämtliche Shootingsfotos in eine Sammlung zu legen. Die legst du über das Plus-Symbol im entsprechenden Bereich an. Danach markierst du alle zugehörigen Fotos und ziehst sie mit gedrückter Maustaste auf die gewünschte Sammlung. Per Klick darauf werden auch wirklich nur jene Motive angezeigt. Doch ganz klar ist, hier muss aussortiert werden. Und das klappt über die neuen Auswahlprojekte. Klicke dazu auf den entsprechenden Button. Auch hier wird man wieder über das Plus-Symbol aktiv. Und du kannst jetzt deine gerade angelegte Sammlung als Basis dafür verwenden. Später kannst du übrigens diverse Auswahlprofile mit eigenen Analysedefinitionen hinterlegen. Wir belassen es aber hier mal bei Standard und gehen auf Start. Exire legt nun mit der Fotoanalyse per KI los. Je nach Bildmenge und logischerweise Bildgröße kann der Vorgang einige Zeit dauern. Aber die Wartezeit lohnt sich, denn die Software hat in deinem Auswahlprojekt schon ziemlich viel Vorarbeit abgenommen, damit du deine besten Shots noch schneller aussuchen kannst. Die hier gezeigten Rubriken können, je nach deinen Motiven, variieren. Gibt es beispielsweise keine Personen auf den Bildern, wird das dann auch hier nicht angezeigt. Aber wir hatten hier ein Model-Shooting und folglich ist dieser Bereich auch aktiv. Dass unser Model hier noch als mehrere Personen erkannt wird, ist gar kein Problem, denn das kannst du mit wenigen Mausklicks beheben. Markiere einfach sämtliche Personen, die eigentlich ein und dieselbe sind. In unserem Fall also einfach alle. Klicke dann auf Gruppe zusammenführen. Hier kannst du noch wählen, welche Person als Endgruppe verwendet werden soll. In unserem Fall ist das egal. Mit einem Klick sind jetzt die Gruppen vereint. Und wir benennen die verbleibende Gruppe noch passend um.
Weiter geht's mit den Sortierkriterien, jetzt mit visueller Ähnlichkeit. Hier stellt die XSIRE-KI die gewählten Bilder in Gruppen dar, die optisch zueinander passen. Und wie man sieht, klappt das auch ganz hervorragend. Da unser Shooting an einem einzigen Vormittag stattgefunden hat, sieht es bei Aufnahmedatum natürlich etwas leer aus, aber per rechtem Mausklick und Anpassen kannst du diesen Intervall verkürzen und in diesem Fall auf Viertelstunden einstellen und hast dir dann eine viel praktischere Unterteilung. Spannend wird es dann bei den Fotoserien. Hier organisiert XSIRE deine Bilder sowohl optisch, aber auch nach Aufnahmeabstand. Sprich, es wird auch der Faktor Zeit berücksichtigt und damit ziemlich raffinierte Zusammenstellungen erzeugt. Unterschiedliche Posen, andere Hintergründe, anderer Kamerastandpunkt in Verbindung mit dem Aufnahmeabstand sorgt für diese Gruppierungen. Auch hier kannst du ähnliche Sequenzen, wie schon vorher bei den Personen gezeigt, einfach zusammenlegen. Für eine erste Übersicht ist das ziemlich praktisch. Markiere die gewünschten Sequenzen. Und klicke auf Gruppen zusammenführen. Benenne sie auf Wunsch auch noch direkt um. Und ein Klick in die Sequenz zeigt, dass die Vereinigung geklappt hat. Mit dem Zoom-Regler kannst du die Darstellung übrigens jederzeit nach Wunsch anpassen. Wir wechseln jetzt rechts auf den Bereich Gesichter. Und du aktivierst Gesichterzoomen. XSIRE fokussiert dann sämtliche Motive ausschließlich auf das entsprechend erkannte Gesicht. So kannst du schnell erkennen, wo die Mimik passt. Und eben wo auch nicht. Spielt auch das Ambiente eine Rolle, dann ist mit Mauszeigerzoomen die bessere Methode. Hier wird erst aufs Gesicht gezoomt, wenn du mit der Maus über das Foto fährst. Aber klar ist, auch mit diesen recht praktischen Tools ist die Bildauswahl, wenn man hunderte oder tausende Fotos hat, noch etwas mühselig. Hier hilft jetzt Sortieren nach und die echten Zeitsparer wurden ganz versteckt unter weitere Attribute abgelegt. Markierst du hier, kommen die entsprechenden Sortierkriterien zum Vorschein. Ästhetik ist für mich ein absolutes Highlight, egal für welche Motivsituation. Und bei Porträts ist für mich zusätzlich Augenschärfe, offene Augen und in diesem Fall auch Lächeln interessant. Und was die XSIRE-KI jetzt macht? Anhand dieser Attribute werden die besten Fotos hier in absteigender Reihenfolge aufgelistet. Sprich, die besten zuerst. Und ganz ehrlich, das hat doch richtig gut funktioniert, oder? Jetzt kannst du aus den besten Fotos mit der Sternmarkierung noch die absoluten Highlights auswählen. Allerdings, um jetzt die besten Fotos einer Strecke auszusuchen, machst du das lieber über das kleine Flaggensymbol mit dem Haken. Damit akzeptierst du ein Foto. Und alle akzeptierten Bilder wandern dann zusätzlich in die Auswahl. Ich mache das hier jetzt noch mit ein paar weiteren. Umgekehrt. Gefällt mir ein Foto gar nicht, kann ich das auch einfach zurückweisen. Das klappt mit der Flagge mit dem X. Und was so abgelehnt wurde, wird auch direkt in der Papierkorb-Rubrik aufgelistet. Es bleibt allerdings trotz allem in deiner entsprechenden Sequenz und in der Bildübersicht vorhanden. Übrigens, wenn du dich jetzt wunderst, warum der Papierkorb schon gefüllt ist, XSIRE sortiert von vornherein hier Bilder ein, die als wirklicher Schrott erkannt werden. Und man sieht, dass das auch wirklich gut passt. Später kannst du dann hier einfach sämtliche Bilder, die wirklich nicht benötigt werden, auch mit einem Schlag löschen. Damit du in jeder deiner Ansichten im Überblick hast, welche Bilder ausgewählt und welche zurückgewiesen wurden, klickst du einfach auf das Stiftsymbol. Und schon werden sie mit Grün und Rot markiert.
Doch jetzt nochmal zurück zu unserer Auswahl der besten Bilder. Damit du sie später einfach weiter bearbeiten kannst, geht hier der Weg in eine Sammlung. Klicke rechts auf Auswahl und wähle In eine Sammlung konvertieren aus. Hierfür gibst du noch einen Namen und schon steht eine dauerhafte Sammlung in Exaya 2025 für dich bereit. Das alles hat natürlich keinen Einfluss auf dein Auswahlprojekt. Das ist nach wie vor vorhanden und du kannst weitere Sortierungen vornehmen, Bilder markieren, löschen, wie auch immer du möchtest. Das war's im Schnelldurchlauf mit den Auswahlprojekten in Exaya 2025. Wenn du mehr wissen willst, auf dem YouTube-Kanal von Exaya, da gibt es das Ganze nochmal in richtig ausführlich. Da wird jede einzelne Funktion bis ins letzte Detail erläutert. Haben wir euch auch hier unten im Beschreibungstext verlinkt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du immer informiert bist, wenn hier was Neues online geht.